Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio zu einer freien Themennacht, eine freie Talkradio-Show. Das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch mailen unter 1live.domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Nadja. Nadja ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Nadja. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Macht nichts. Ja, also vor circa 2 Monaten bin ich morgens im Bus eingestiegen, war dann auf dem Weg zur Schule. Und der Bus hat dann an der roten Ampel angehalten und ich gucke so links aus dem Busfenster raus und neben mir steht so eine Limousine von irgendeiner Autovermietungsfirma, sitzt so ein älterer Herr drin, also ich würde sagen Anfang 40 ist er gewesen. Und ja, hab ihn halt erstmal angeguckt, weil er mich auch angeguckt hat, bin halt ein bisschen neugierig so gewesen, wie das halt so ist. Und ja, auf einmal sehe ich, öffnet er seine Hose und fängt dann an zu onanieren an der roten Ampel. Ach du je, und du sitzt oben im Bus und guckst genau drauf. Genau, ich habe genau drauf geguckt. Ich habe leider nicht ganz sein Gesicht gesehen, aber er hat hochgeguckt und mich angeguckt. Du hast sein Gesicht nicht ganz gesehen, aber das andere hast du ganz gesehen. Ja, genau, das andere habe ich alles komplett gesehen und im ersten Moment voll schockiert gewesen. Das hat er natürlich extra gemacht, vermutlich, weil er bemerkt hat, dass da ein Bus hält und auch wahrscheinlich gesehen hat, dass da ein junges Mädel sitzt. Ja, genau. Ja. Also ich hätte mein Herz extra gemacht. Vermutlich auch, ja. Ein Exhibitionist. Ja, genau. Und so, dann, und du? Ja, dann ging das so 2 Minuten weiter. Dann hat die Ampel auf einmal auf grün umgeschaltet. Hast du denn da hingeschaut die ganzen 2 Minuten? Nee, das war erstmal nur kurz der Anfang. Ich dachte so, hups, was ist das denn? Weil ich konnte mir das selber im ersten Moment erklären. Ich habe ganz andere Dinge im Kopf gehabt. Schule und alles Mögliche, was danach halt kommen sollte. Und ja, dann habe ich es halt begriffen, habe mein Handy gezückt und habe dann probiert, mir die restlichen Kennzeichennummern da aufzuschreiben von dem Typen. Sehr schlau. Ja, und sehr das pfiffig. Problem war halt der Wagen, der ist halt schnell von der Ampel weggesaust, weil der hat halt gemerkt, dass ich mein Handy rausgeholt habe. Ja. Ja, und wie, hat er gesehen? Ja, irgendwie hat er es gesehen, weil er hat immer noch hochgeguckt, die Leute waren schon am Hupen und dann ist er halt schnell weggesaust. Ja. Ja, dann habe ich mir das Kennzeichen halt notiert, soweit wie es möglich halt war. Ja. Habe natürlich die hinteren Zahlen nicht ganz mehr merken können, weil es eine 4-stellige Zahl war. Ja, dann habe ich meinen Vater versucht anzurufen, habe natürlich vor meiner Aufregung meine Nummer von zu Hause vergessen gehabt. Irgendwann ist mir dann wieder eingefallen. Ja, dann hat mein Vater halt gesagt, ja, das könnte ich abends zur Polizei halt geben als Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. Genau. Ja, bin ich erstmal in die Schule gefahren und habe mir auch nicht weiter dabei gedacht, war noch ein bisschen aufgeregt und dachte ich halt, den kriegen sie sowieso nicht, weil ich halt nicht das komplette Kennzeichen hatte. Ja, habe das meinen Klassenkameraden erzählt und die meinten auch so, ja, abends zur Polizei gehen wäre wohl besser. Mhm. Hab dann noch probiert, meinen Freund anzurufen und dem das zu erzählen. Leider war der zu der Zeit nicht erreichbar. Bist du dann letztendlich gegangen zur Polizei? Ja, genau. Das war dann, nachmittags war ich zu Hause, habe das nochmal meinen Eltern erzählt. Mein Vater hat mich dann zur Polizei gefahren, weil der musste mit. Damals war ich noch 17 und keine 18. Ja. Ja, hab das halt zu Protokoll gegeben, hab mit einer netten Polizistin da mich unterhalten und die meint halt, ja, wäre gut, dass ich vorbeigekommen wäre, weil so Typen müssten sie im Endeffekt kriegen, aber sie wissen nicht, ob sie es schaffen, weil ich jetzt bin ich gespannt für Flitzebogen. Ja, weil ich halt nicht das ganze Kennzeichen hatte. Ja, ich dann habe ich erstmal gedacht, den Sack kriegen sie sowieso nicht. Haben sie ihn gekriegt? Sie haben ihn gekriegt. Sie haben ihn gekriegt. War, ja, ich habe dann einen Anruf von der Polizei bekommen, beziehungsweise meine Mutter hat ihn dann an mich weitergeleitet. Mhm. Dass sie ihn halt bekommen haben und dass schon mehrere Leute sich über ihn beschwert hätten. Ah ja, da bist du also eine weitere Zeugin und somit kann die Polizei auch was unternehmen dann. Ja, genau. Und perfekt. Perfekt. Und daher weißt du auch, dass das ein Mietwagen, ein Leihwagen war. Genau, deshalb haben sie ihn auch bekommen, weil es ein Leihwagen war. Und da konnten die genau rauskriegen, genau zu der Zeit hatte der und der den Wagen gemietet. Genau, so war das. Ah, ja. Ja, aber das war ja nicht das Letzte, was passiert ist. Ja, so, zur Polizei nochmal hin und musste den Strafantrag stellen, beziehungsweise meine Eltern mussten ihn wegschicken. Habe erstmal lange nichts von gehört. Mhm. Habe mir auch nicht weiter dabei gedacht. Ich dachte so, ja, ist entweder eingestellt worden oder weiß ich nicht was. Mhm. Ja, und dann kam jetzt vor 3 Tagen ungefähr ein Brief, wo da halt drin stand, dass ich zur Gerichtsverhandlung soll, zur Hauptverhandlung und zur Vernehmung als Zeugin im Fall so und so. Ja. Ja, halt Vorwurf exhibitionistische Handlungen und ja,
habe ich den Brief bekommen, habe mir auch gedacht, schön, gehe ich hin, mache ich meine Aussage und dann wird der halt bestraft, irgendwie Geldstrafe oder so ähnlich, habe ich mir dabei gedacht. Ja, und dann kommt natürlich der dicke Hammer. Gestern Abend kam mein Freund ins Wohnzimmer, meinte, ja, hier ist ein Brief für dich. Ich habe auf den Brief geguckt, dann stand dann halt Miss Nadja und dann mein Nachname halt. Ja. Und dann die komplette Adresse, war eine Briefmarke drauf, aber ohne Poststempel. Habe ich mir gedacht, komisch. Irgendwie habe ich mir gedacht, deine Einladung für irgendeine Party oder so. Und was war's? Eingeschmissen. Hab den Brief aufgemacht, so, ja, dann sind mir halt 10 100-Euro-Scheine entgegengeflattert. Ach. Ja, aber du vermutest eine Bestechung jetzt, dass du die Aussage zurückziehen sollst, oder was? Ja, der Brief war auf Englisch. Er hat halt erklärt, warum er das gemacht hätte. Angeblich hat seine Frau ihn aus Colorado angerufen, weil seine Frau wurde nicht. Also der Täter, nennen wir mal so, ist Engländer oder Amerikaner? Ja. Ja, das wusstest du vorher auch schon? Ja, und in den Gerichtsakten sind, das ist ja sehr bedauerlich, aber es ist so, tauchen ja die ganzen Anschriften auf, auch der Zeugen. Mhm. Und so hat er oder der Anwalt von ihm deine Anschrift wahrscheinlich rausgekriegt, vermute ich. Ja, so muss es gewesen sein. Ja. So, und jetzt erklärt er das und um was bittet er? Ja, also er hat halt im Brief geschrieben, ja, es tut ihm furchtbar leid und ich wäre wahrscheinlich sehr geschockt davon. Ja. Und er hat gesagt, ja, seine Frau aus Colorado hat ihn angerufen, die hätte einen erotischen Traum gehabt und hat ihm das am Telefon erzählt. Na toll, tolle Ausrede. Ja, hallo. Das habe ich mir auch nur gedacht, also das habe ich ihm auch nicht abgenommen. Ja. Ja, und hätte daraufhin halt so reagiert und es täte ihm leid. Ja. Und er wollte mich mit dem Geld halt irgendwie entschädigen, aber wie viel Geld ist das? 1000 Euro insgesamt. 1000 Euro? Ja. So, wie entscheidest du dich jetzt? Wie wirst du dich verhalten weiter? Also, das ist sehr schwierig. Also, die Gerichtsverhandlung, da werde ich auf jeden Fall hingehen. Auch meine Zeugenaussage. Ja. Wahrheitsgemäß beantworten und alles. Ja. Jetzt ist nur die Frage, ich weiß nicht, ob ich das Geld behalten habe. Ich weiß halt nicht, wie die Richter das sehen. Nein, nimm's weg damit. Das ist ja unsauberes Geld. Das ist ja, er versucht dich ja damit zu bestechen. Ich würde mich da ganz, ganz eindeutig und ganz klar verhalten. Geld zurück, wenn auch kein Absender. Du sagst, es ist kein Absender drauf. Genau. Aber das kann man dann ja über das Gericht irgendwie rauskriegen, dass man dem Anwalt das aushändigt und macht deine Aussage und zieht das Ding ganz normal durch. Also, ja, ich hatte mir auch gedacht, jetzt erstmal die Zeugenaussage machen und dem Rechtsanwalt das sagen. Ja, absolut. Das ist natürlich auch verlockend, jetzt da 1000 Mark zu kriegen, aber so darf das nicht enden. Und die Ausrede, die er da reingeschrieben hat, ist ja eher billig, ne? Ja, das stimmt allerdings schon. Also so abgenommen habe ich ihm das nicht. Ja, und es ist eine penetrante Belästigung der Leute, was er da gemacht hat. Und da soll schon irgendwie was geschehen, finde ich schon. Also Geld zurück, Aussage machen und mal sehen, was dabei rumkommt. Das ist wahrscheinlich das Richtige. Ja, finde ich schon, Nadja, auf jeden Fall. Ganz klar, ganz eindeutig. Irgendwie gestern dann voll am Zittern gewesen, den Brief aufgemacht, das Geld in den Händen gehabt. Ja, wie komisch, ne? Wenn man so einen Brief aufmacht, dann kommen plötzlich 1000 Euro raus, ne? Ja, das war schon sehr seltsam alles gewesen. Ja, also es ist schon viel Geld, Aber das ist ja auch das Perfide und das Böse daran, ne? Dass man dann so gelockt werden soll. Mit dem Geld. Nee, weg damit mit dem Geld. Also zurück, nicht weg damit, sondern zurück und mach deine Aussage. Ja, die werde ich auf jeden Fall machen. Alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Ich muss das leider immer wieder sagen, weil ihr es doch immer wieder vergesst und dann haben wir eine interessante Mail, ein interessantes Thema und wir können nicht so schnell zurückreagieren, ehe wir dann wieder gemailt haben und das dauert alles so lange. Also bitte Telefonnummer draufschreiben, 1live.domian@wdr.de. Tom, 90, nicht 90, sondern Entschuldigung, 19, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tom, jetzt habe ich dich einen kleinen Tick älter gemacht, als du bist. Ja, kein Problem, überhaupt kein Stress. Also ich habe ein Riesenproblem. Ja. Und zwar habe ich mich meiner Mathematiklehrerin, die gleichzeitig meine Klassenlehrerin ist, auf eine Art und Weise angenähert, durch die wir beide jetzt miteinander gar nicht mehr klarkommen. Und zwar war das so, also meine Mathematiklehrerin hat mir oft geholfen in Mathe und ich bin total schlecht, das ist mein absolutes Problemfach. Und sie ist wahnsinnig auf mich eingegangen, hat mir total gut geholfen. Und auch private dann, Nachhilfestunden, sowas? Nein, das war alles innerhalb vom schulischen Bereich, die dürfen das gar nicht machen, haben sie uns erklärt. Und das müssen wir dann privat machen. Und auf alle Fälle dann, ich bin auch Klassensprecher bei mir in der Klasse und ich habe für die Klasse was geregelt, alles war draußen in der Pause und ich habe mich in die Frau wahnsinnig irgendwie verknallt, verliebt, nenn es wie du willst, keine Ahnung, Schmetterling im Bauch, nur noch Hochgefühl, wenn ich diese Frau gesehen habe.
Nur das Problematische dran ist, sie hat ein Kind und ich weiß nicht, ob sie verheiratet ist oder der Vater dazu passt. Wie alt ist sie? Sie ist, ich weiß es nicht genau, aber ich würde sie auf keinen Fall älter schätzen als 35. Und wenn sie älter wäre, das wäre mir so total egal. aber es ist klar, man braucht sich keine Vision machen. Sie ist meine Lehrerin und es ist ganz logisch. Aber auf alle Fälle, der Kasus Knaxus ist, es hat mich überwältigt und ich habe sie umarmt und habe sie richtig geküsst. Also du hast sie richtig geküsst? Du hast sie umarmt und geküsst? Ja. Wo? In der Klasse? In der Klasse. Aber ja. Da wart ihr alleine? Wir waren alleine, natürlich. Du hast sie richtig geküsst? Halt, stopp, das ist doch irre. Du hast sie richtig geküsst? Ja. Mit Zunge? Ja. Und also, sie hat den Mund aufgemacht? Sie hat sich zumindest nicht dagegen gewehrt, nur die komische Situation ist jetzt, sie reagiert nicht mehr auf mich. Also wir nehmen uns nicht mehr wahr. Ich habe Angst, sie inhaliert mich, weil ich für sie Luft bin. Und also sie ist nach wie vor deine Mathematiklehrerin? Und meine Klassenlehrerin. Und die Klassenlehrerin, ja. Und der Unterricht ist entsprechend dann, da ist sie ist im Unterricht also eher distanziert zu dir? Ich melde mich nicht mehr, ich rühre mich gar nicht mehr, ich bin froh, wenn ich irgendwie den Tag überstehe und ich zwei Stunden am Tag sehen muss. Und wie lange läuft jetzt die Zeit der Annäherung? Die Annäherung, also ich habe das für mich so empfunden. Ich weiß nicht, ob es für Sie so war. Ja, sag mal so, 2 Monate, also 3 Monate oder was? Seit Anfang vom Schuljahr eigentlich, weil ich bin auf eine neue Schule gekommen. Ja, und wann war der Kuss? Der war vor 1,5 Wochen. Vor 1,5 Wochen. Und seitdem ist sie eisig. Eisig ist überhaupt kein Ausdruck. Und ich verstehe das einfach nicht. Es ist klar, sie ist meine Lehrerin. Pass mal auf, jetzt will ich nochmal die Situation mir richtig vorstellen. Du bist allein mit deiner Mathematiklehrerin, mit deiner Klassenlehrerin in der Klasse. Ja. Du bist scharf auf die Frau, Schmetterlinge im Bauch verliebt und so weiter. Nimmst sie, was ja schon ziemlich krass ist, nimmst sie und küsst sie. Sie küsst zurück. Ne? Ich stelle einfach nur mal alles fest. Sie küsst zurück. Und dann lässt man voneinander los. Habt ihr was gesagt oder was war da? Nein, sie hat ihre Sachen gepackt und ist überstürzt aus der Klasse rausgestürmt. Wie ein kleines Mädchen? Nein, nicht wie ein kleines Mädchen, wie eine, keine Ahnung, verzweifelte Frau, die weiß, was sie tun soll. Ich hatte wirklich den Eindruck. Und mittlerweile, ich habe echt ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie ich auf sie zugehen soll. Ich habe schon probiert, mit ihr darüber zu sprechen. Ja. Wie lange bist du noch da bei ihr in der Schule? Das ist jetzt noch dieses komplette Schuljahr und das nächste Schuljahr. Und das nächste noch. Also du weißt ja, was für eine komplizierte Situation das ist. Für sie vor allen Dingen auch komplizierte rechtliche Situation. Also kompliziert ist sie gar nicht, aber eine heikle Situation. Deswegen rufe ich ja auch bei ihr an. Ich kann mit meinen Freunden nicht darüber sprechen. Ja. Gott schweige mit meinen Eltern. Das würde eine Katastrophe gehen. Und ich will auf keinen Fall die Frau durch meine Schuld in irgendwelche Probleme reiten. Ja. Die Initiative habe schließlich ich ergriffen. Und, und ich weiß ja gar nicht, ob sie das so wollte, wie sie es getan hat. Ja. Es kann sein, dass die dich mag. Nehmen wir mal an, es kann sein, dass die dich einfach mag, dass die dich vielleicht auch ganz süß findet, ganz putzig findet und sich hat überrumpeln lassen von dir, von diesem Kuss. Mir ist ein bisschen schleierhaft, dass sie hinterher nicht mal ein klares Wort mit dir gesprochen hat, um zu sagen, pass mal auf, sowas kann ja vielleicht mal passieren, aber wir ziehen hier jetzt eine Grenze und einen Schluss. Das finde ich ein bisschen seltsam, dass sie noch nicht mit dir geredet hat. Ja, aber ich glaube, das Problem ist, sie hat selber irgendwie Angst und versteht nicht, was mit ihr passiert ist. Also ich kann mich schon irgendwie hineinversetzen. Nur. Das darf absolut gar nicht sein. Sie hat ein Kind und sie ist Lehrerin und wenn es rauskommen würde, sie wird nie wieder Lehrerin irgendwo sein können. Nein, sie für das ist wirklich, das musst du jetzt wirklich auch ganz klar sehen, dass sie ihren abgesehen von den ganzen privaten Dingen, vielleicht hat sie auch einen Freund, das weißt du ja gar nicht. Ja, also sie hat auf alle Fälle ein Kind und es wird bestimmt einen Vater dazu geben. Gut, aber sie muss ja nicht mit dem... Sie muss ja nicht... Ja, genau. Dennoch kann es sein, dass sie einen Freund hat oder in einer Beziehung ist. Sie verliert ihren Job, wenn es da eine Annäherung gäbe und das käme raus. Was heißt das jetzt? Das heißt irgendwie letztendlich, dass du die Finger von der Frau halten lassen musst, dich zurückziehen solltest. Sie tut es ja schon. Ich verstehe das auch und ich verlange überhaupt gar nichts von ihr, aber ich möchte wieder normalen Umgang. Es kann nicht sein, dass ich jetzt irgendwie 2 Jahre lang total Angst haben muss, ihr in die Augen zu sehen. Gut, dann würde ich vorschlagen. Also eigentlich finde ich, sollte sie das machen. Sie sollte dich mal zur Seite nehmen und ein paar klare, nette, aber grenzaufweisende Worte sagen. Wenn sie das nicht schafft und nicht kann, dann mach du es, rede mit ihr. In der Hoffnung, dass sie dann ganz klar in eine Stellung bezieht, mit der du vielleicht dann auch besser leben kannst. Aber rechne mal damit, oder sehr wahrscheinlich damit,
dass das nichts gibt mit euch beiden. Nein, das ist mir auch total bewusst und das macht mich so absolut fertig und das Allerschlimmste ist, ich kann mit meinen Freunden nicht darüber sprechen, denn man weiß ja nicht wirklich, wenn dieses Video irgendjemand weitererzählt und auf einmal ist es in der ganzen Schule rum, jeder weiß es und ich wohne in einem ziemlich kleinen Ort und gehe in einer ziemlich kleinen Stadt auf die Schule. Und ja, noch ist ja nicht viel passiert, also noch kann man euch auch keinen Strick daraus drehen, es ist irgendwie eine... Ja, und noch dazu, es war ja eigentlich meine Schuld, ich habe es verursacht. So, dann bitte sie um ein Gespräch, sagst du. Der Kasus Knaxus ist, das habe ich ja schon so oft probiert, aber sie weicht mir einfach aus, sie ist nicht in der Lage, mir in die Augen zu blicken. Ja, was heißt denn probiert? Hast du ihr gesagt, ich würde gerne mit Ihnen mal ein paar Worte reden? Ich habe nach der Schule bei ihrem Auto auf sie gewartet und habe gesagt, ja, das ist mir wahnsinnig leid tun und es mir klar ist, dass das nie sein kann, wie ich das möchte und dass ich sie überrumpelt habe und dass ich keine falschen Gedanken bezüglich dessen habe, was zwischen uns vorgefallen ist. Aha, also es gab also doch eine Begegnung und ein Gespräch. Ja. Was hat sie denn da gesagt? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Wie gar nichts? Du stehst am Auto mit ihr und sie sagt gar nichts? Ja, okay, gar nichts. Sie hat das gesagt, ohne wirklich was zu sagen. Sie hat gesagt, ja, wir sprechen ein anderes Mal darüber, ich muss jetzt. Ich bin unter Zeitdruck. Tom, du bist natürlich jetzt ein bisschen aufgebracht. Und dadurch, dass jetzt... Du veränderst nichts an der Sachlage, wenn du jetzt morgen oder übermorgen redest. Dann lass hier mal noch ein bisschen Luft. Vielleicht braucht ihr auch erstmal ein bisschen Zeit. Und versuch nochmal einen neuen Anlauf des Gesprächs in 2 Wochen zu machen. Wenn das nicht klappt, dann schreibe ihr einen Brief und bitte einfach um eine Stellungnahme ihrerseits. Ja, aber das mit einem Brief würde ich lieber nicht machen. Ich weiß eben nicht, ob sie jetzt ein Freund oder so. Gut, akzeptiert. Angenommen, der wird das finden. Ja, okay, sehe ich auch ein. Aber ich meine, was du jetzt auch schon tun kannst, von deiner Seite her, fahr dich einfach runter. Versuch dich einfach runterzufahren. Das ist leichter gesagt als getan. Ich reiß mich sowieso zusammen, so weit wie es geht, aber die Frau kommt rein und ich möchte am liebsten irgendwie durch die Klasse fliegen. Ich sehe niemanden mehr als Tom, wenn du so scharf auf die Frau bist, wenn du so verliebt bist, dann... Nein, es ist ja nicht mehr scharf. Also ich möchte, dass es irgendwie so als pubertärer, 19-jähriger Stumm- und Drangphase abgeht. Nein. Ich finde das nämlich total anders. Ja, oh, nee, so habe ich es auch gar nicht gemeint. Ich meinte scharf jetzt nicht nur im sexuellen Sinne, sondern eigentlich, ich meine, scharf war kein guter Ausdruck, zugegeben. Also wenn du so sehr interessiert an dieser Frau bist, dann werdet ihr wahrscheinlich vielleicht, wenn sie es wieder würde, einfach warten müssen, bis du von der Schule weg bist oder deinen Abschluss gemacht hast. Oder wenn es wirklich ganz ernst ist, ich meine, wo die Liebe nur hinfällt, fällt sie hin. Die sollte man soll nicht kaputt treten, dann musst du halt die Schule wechseln und dann habt ihr Freiheiten. Naja, okay, aber im Nachhinein, wenn das aufkommen würde, weil es lässt sich ja dann nicht verhindern. Wenn man eine Beziehung führt, dann führt man eine Beziehung. Man macht das miteinander, man lässt sich in der Öffentlichkeit blicken. Ja. Und dann wird es zwangsläufig dazu führen, dass irgendwer an der Schule mitbekommt, dass das so ist. Und ja, aber wenn du nicht mehr in der Schule wärst, wäre es auch egal. Aber für sie den Stress, also ich möchte nicht wissen, was über sie gesprochen wird. Die Eltern sind aufgebracht. Also ich möchte jetzt keine Vorurteile über Bayern verbreiten oder so, nein. Aber bei uns sind die Leute ziemlich komisch. Ich verstehe, deswegen wäre es ja wirklich ganz toll, wenn sie zu dir ein klares Wort sagen würde. Ne? Das wäre dir, glaube ich, sehr hilfreich. Wenn sie klar sagen würde, pass auf Tom, du bist nett, aber ich bin überhaupt nicht an dir interessiert, dann wäre das erstmal bitter für dich, aber du könntest damit umgehen. Im Moment hast du ja doch irgendwie noch so latent Hoffnung, Sehnsucht und es ist ein Gemisch von allem irgendwie. Ist so, ne? Ja, und das Schlimme ist, es bricht alles auf mich rein und im gleichen Moment und ich könnte im einen Moment vor Freude weinen, weil es überhaupt passiert ist und sie mitgemacht hat. Also so, jetzt, komisch, wie ich das anhören möchte. Jetzt sage ich nochmal, du warte mal nochmal 10, 12, 14 Tage ab, dann sprich sie nochmal an. Okay. Sprich sie nochmal an und sag ihr wirklich, dass dir daran gelegen ist, dass sie einfach mal eine klare Stellungnahme von sich gibt und du sie sehr darum bittest. Aber ich habe da eine riesen Angst, was ist, wenn ich das alles falsch verstanden habe? Ja, aber dann weißt du, woran du bist und das ist immer gut, auch wenn es noch so weh tut, aber dann weiß man, woran man ist. Im Moment versteigerst du dich ja in 1000 Gedanken. Also abwarten, 2 Wochen, Tom, und dann nochmal ansprechen. Bis dahin halte ich sehr zurück. Vielleicht spricht sie dich ja vorher auch noch an. Ich hoffe das mal. Vielleicht hat sie auch zugehört jetzt heute Nacht und hat dich erkannt. Und dann würde ich einen Appell an die Frau schicken. Bitte sprechen Sie ein klares Wort mit dem Tom. Du heißt wahrscheinlich gar nicht Tom, aber sie wird es dann schon verstanden haben. Machen wir es so? Okay. Mein Lieber, ja, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, meine Neigung macht mich einsam. Ich möchte gerne mit euch über Neigungen
über Angewohnheiten, über vielleicht auch über Marotten oder es kann schon tiefer gehen. Bleiben wir bei dem Wort Neigung. Reden, welches euch in eine Einsamkeit, in eine Isolation, vielleicht in ein Doppelleben geführt hat. Meine Neigung macht mich einsam. Das ist das Thema morgen hier bei uns. In der Sendung heute Nacht, freie Themennacht. Frank ist jetzt dran und Frank ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Frank. Dein Thema. Ich rufe auch zum Thema Irakkrieg an. Ja. Und zwar war letzte Woche eine Studentin aus der USA bei dir, oder vielmehr hat sie einen Fax geschickt. Ja. In dem sie erzählt hat, eine Lehrerin war das, dass sie die USA verlassen will, weil sie dort mit der politischen Lage einfach nicht mehr klarkommt. So war es in etwa, ja. Hm? Ich bin in einer etwas ähnlichen Situation. Du bist auch in den USA? Nein, ich bin in England. Du bist in England? England ist ja nun ein Land, was vielleicht nicht ganz so schlimm ist, was so die antideutsche Haltung angeht, aber es ist immerhin ein Land, das genauso in diesen Krieg verwickelt ist, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ja. Darf ich vorab fragen, was du machst in England? Warum du in England bist? Ja, ich mache ein Austauschjahr hier. Ein Austauschjahr? Ja. Und du bist 24 Jahre alt. Was bedeutet das genau, Austauschjahr? Arbeitest du da irgendwas? Oder? Nein, ich studiere in Deutschland und das ist ein Studienaustausch. Ein Studienaustausch. Ich bin hier an einer Universität und gehe dann wieder zurück nach Deutschland. Und wie lange bist du jetzt schon da? Seit September. Ja. So, ja. Und jetzt ist die Stimmung, wie empfindest du die Stimmung in Großbritannien zurzeit für dich? Das ist schwer zu sagen, weil ich auch nicht nur mit Engländern zu tun habe, weil ich mit vielen anderen internationalen Studenten zu tun habe. Ich kriege nicht großartig mit, dass viele Leute dafür sind für den Krieg. Die meisten, die ich mitkriege, sind eigentlich gegen den Krieg. Aber ich weiß auch aus der Zeitung, dass es sich so entwickelt hat, dass inzwischen doch die Mehrheit oder mehr als 50% dafür sind. Ja. Und deshalb ist es schon ein bisschen schwer für mich hier zu leben. Ja. Das heißt, du würdest jetzt wirklich so weit gehen und sagen, ich möchte eigentlich nicht in einem Land weiter arbeiten, leben, lernen, das sich an diesem Krieg so massiv beteiligt. Und nein, ich möchte nicht so weit gehen, aber ich hatte diesen Gedanken. Und genau weil ich diesen Gedanken hatte, habe ich mich auch bei euch gemeldet. Aber ich habe mich dafür entschieden, hier zu bleiben und mich dafür entschieden, die hiesige Friedensbewegung zu unterstützen, indem ich einfach auch zu deren Demonstrationen und Veranstaltungen gehe. Ja. Und das ist mein Weg, wie ich mich entschlossen habe und deshalb bleibe ich auch auf jeden Fall hier. Ja, also das haben wir hier in Deutschland auch mitbekommen, dass in den letzten Monaten die große Mehrheit der Engländer gegen den Krieg war. Aber seitdem der Krieg ausgebrochen ist, dass das Blatt sich etwas gewendet hat und es so 50-50, so wie du es auch gerade gesagt hast, ungefähr steht. Ja. Wie wirst du denn, du hast es gerade etwas angedeutet, aber ich würde dich gerne doch nochmal da genauer nachfragen, als Deutscher und dann auch noch als Deutscher, der eben auch unser Land repräsentiert in diesem Sinne, dass du gegen den Krieg bist. Wie wirst du angesehen? Wie wirst du behandelt? Wie geht man mit dir um? Es gibt einige Studenten, die meine Meinung unterstützen. Es gibt welche, die sagen, sie haben eine andere Meinung. Ich habe da nicht viel mit Studenten hier diskutiert. Mhm. Andererseits bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die hier in der Friedensbewegung sind und die sehen meine Position natürlich schon hoch an und freuen sich darüber, dass ich dabei bin. Mhm. Wir haben vorige Woche mit den Anrufern aus Amerika auch über die Medien in Amerika gesprochen. Ja. Dass sie gleichgeschaltet sind, dass sehr wenig kritische Stimmen zu Wort kommen oder kaum kritische Stimmen, dass eine sehr große, eine PR-Maschine quasi läuft in Sachen Krieg. Wie ist das in England, in Großbritannien? Das ist in England sicher nicht so schlimm wie in der USA. Es ist schon so, dass viele Zeitungen hier, die auch von Herrn Murdoch dominiert werden, dass die schon pro Krieg sind. Mhm. Es gab wenige Zeitungen, die hier kritisch waren. Ja. Der Guardian zum Beispiel. Es ist ein bisschen so, dass sie vielleicht schon dazu schwenken, dass sie die Sache jetzt weniger kritisch sehen. Ich kann es aber nicht jetzt wirklich festmachen, dass es wirklich ein großer Unterschied ist. Ja, wie ist es denn in den englischen Fernsehsendungen? Gibt es da Kriegskritiker von Format, Intellektuelle oder ehemalige Politiker oder so, die auftreten und sagen, so geht es nicht und das ist nicht in Ordnung? Ich muss sagen, ich gucke hier kein englisches Fernsehen, weil ich keinen Fernseher habe. Ja. Es ist der Fraktionsführer der Koch. Sozialistischen Partei zurückgetreten. Der ist zurückgetreten, genau. Richtig. Ja. Weißt du etwas,
Das habe ich mir die ganze Zeit schon die Frage gestellt. Ich habe nichts gelesen hier in Deutschland. Gibt es irgendwelche Äußerungen aus dem englischen Königshaus zu dem Krieg? Keine offiziellen Äußerungen, sondern von einzelnen Mitgliedern der Königsfamilie. Gibt es da etwas? Weißt du was? Ich habe mich das auch schon gefragt, aber ich habe da keinerlei Stimmen gehört. Wirklich. Mhm. Also auch von Prinz Charles, der ja eher auch vielleicht in der Richtung, also ich würde ihn eher vielleicht in diese Friedensrichtung einordnen, weißt du nichts von? Habe ich leider nichts von mitgekriegt. Magst du vielleicht noch begründen, warum deine persönliche Position ist, ich bin gegen den Krieg? Ich sehe jetzt erstmal als große Verletzung des Völkerrechts. Ja. Das ist eine Sache, weswegen der Krieg auf keinen Fall stattfinden durfte. Wärst du für den Krieg gewesen mit UN-Mandat? Das hätte ich mir ehrlich gesagt neu überlegen müssen. Mhm. Ich wäre im Prinzip nicht dafür gewesen. Ich hätte mir überlegen müssen, ob ich es mir in dem Fall toleriert hätte. Ja, ja. Frank, das heißt, du hast dich jetzt entschieden, in England zu bleiben und da die Friedensbewegung zu unterstützen und dich da auch wirklich dann zu engagieren und auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Überzeugungsarbeit ein ganz bisschen bisher, ja. Aber zumindest, dass ich, wenn es hier Demonstrationen gibt, wo ich hinkommen kann in einem Tag, dass ich da dann auch hingehe. Ja, wo genau hältst du dich auf? Ich bin in Middlesbrough, das ist im Nordosten. Ach so, also in der Nähe von Newcastle. Ah ja. Dann danke ich sehr herzlich für deinen Anruf. Du hast uns wahrscheinlich auch erreicht über die E-Mail-Adresse. Ja, das ist richtig. Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, uns aus dem Ausland zu erreichen, indem ihr uns e-mailt, weil die Telefonnummer funktioniert nur innerhalb von Deutschland. Ich freue mich, dass wir haben sprechen können, Frank. Und alles Gute und schöne Grüße nach England. Ja, vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Weiter geht es mit Manuel. Und Manuel ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Manuel. Um was geht's bei dir? Ich habe ein ziemlich großes Problem. Und zwar habe ich vor knapp 8 Wochen ein Mädchen kennengelernt in der Disco. Mhm. Ja, und ich habe seit 1,5 Jahren eine Freundin. Mhm. Und aus diesem kleinen Flirt wurde mehr. Das heißt? Und, ja, also sie hat mich angetanzt. Ja. Ja, also wie es normal in der Disco ist. Dann habe ich sie mit zur Theke genommen. Ja. Habe ihr einen Drink ausgegeben. Mhm. Ja, und dann haben wir uns erstmal geküsst. Mhm. Und dann sind wir abends, also er gesagt morgens um 5 Uhr, habe ich es dann mit zu mir genommen. Mhm. Ja, und dann haben wir halt miteinander geschlafen. Das war vor 8 Wochen. Bitte? Das war vor 8 Wochen. Ja, ungefähr. Ja. Ja. Wie hat sich das denn bis heute jetzt entwickelt? Hast du dich verliebt in die Frau? Ja, die hat mich 3 Tage später angerufen. Ja. Und hat mich gefragt, ob ich Zeit hätte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Mhm. Ja, und dann haben wir uns bei ihr getroffen und wollten einen Filmabend machen, einen Videoabend. Mhm. Ja, was getrunken. Ja, und das ist halt nochmal passiert. Mhm. Aber ich habe keine Verhütung gehabt und daraus ist jetzt ein Kind entstanden. Ach du liebe Zeit, es ist das neue Mädel, die Affäre ist jetzt schwanger. Ja, von mir. Warum hast du nicht verhütet? Ja, ich habe nicht dran gedacht. Ist schon ich weiß, ziemlich, mein Fehler. Ja. Und ich bereue ihn auch. Nur ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich meiner Freundin das erklären kann. So, gab es denn danach nochmal einen sexuellen Kontakt zwischen euch? Ja, sie hat mich dann knapp 1,5 Wochen später angerufen. Ja. Weil sie hat kurz danach ihre Regel gekriegt und die hat 1 Woche lang ausgesetzt. Mhm. Und da war sie beim Frauenarzt. Mhm. Hat sich untersuchen lassen durch den Ultraschall. Mhm. Ultraschall. Und die haben halt festgestellt, dass sie halt schwanger ist. Und da hat sie mich dann gleich draufhin angerufen. Mhm. Ja, und mir das gesagt. Ja, und dann habe ich mich ein paar Tage später bei ihr gemeldet. Ja. Und habe ihr gesagt, dass das, ob es eine Möglichkeit ginge, das Kind abzutreiben. Mhm. Und hat sie gesagt, dass das will sie auf keinen Fall machen. Mhm. Würdest du das wollen? Du würdest es wollen? Ja, sicher. Ja, sicher. Du hast es ja, ist eine blöde Situation für mich. Ja, das ist schon eine blöde Situation. Du sagst so, ja, sicher. Wenn du zu deppert bist, an die Verhütung zu denken, musst du eigentlich auch für das gerade stehen, was nun geschehen ist. Ne? Naja, nur ich habe an der Frau gar kein Interesse. Das ist, da wollte ich es drauf hinaus. Also, du bist nicht in die verliebt. Nein, ich möchte schon gerne meine Freundin
weiterhin behalten. So. Und die Freundin weiß von dem Ganzen, was da passiert ist jetzt in den letzten Wochen, gar nichts? Nein, gar nicht. Die ahnt auch nichts. Sie hat dir das auch nicht angemerkt, dass du irgendwie ein bisschen neben dem... Ja, sie ist die ganze Zeit, also die letzten paar Wochen, sie ist so lieb zu mir und nett und macht alles für mich und das... Hast du eigentlich, ich vermute mal schon, ja, du hast auch mit deiner Freundin auch schon wieder geschlafen danach, ne? Ja. Ja. Und? Ich hab mittendrin abgebrochen und hat gesagt, das geht irgendwie nicht. Und dann hat sie mich gefragt, warum. Und dann habe ich halt ziemlich abgeblockt und dann gab Streit und dann bin ich abgehauen, ja. Achso, das war einmal erst, dass du mit deiner Freundin hast versucht zu schlafen nach dieser ganzen Geschichte. Genau. Und mit der Freundin hast du dann auch ohne Kondome geschlafen? Nein. Achso, da mit deiner Freundin mit? Nein. Wie nein? Nein, habe ich nicht. Was hast du nicht? Mit der Freundin, hast du mit Kondom? Ich hab mit Kondom. Mit Kondom? Mhm. Ja. Mhm. Ja, und nun, was machen wir jetzt? Ja, das weiß ich selber nicht. Also, es ist halt so, dass ich auf jeden Fall an dieser Frau kein Interesse habe und dass sie mir gesagt hat, ich sollte Schluss machen mit meiner Freundin und mit ihr eine neue Zukunft beginnen. Und das heißt also, die ist interessiert an dir und die wäre, die ist verliebt auch in dich. Ja. Mhm. Wie alt ist die? Sie ist 21. 21, ja. Ja, die Fakten sind ja klar. Du hast eine feste Freundin, die du liebst. Du hast, bist ja fremd gegangen. Du hast ohne Kondome Sex mit der Affäre gehabt. Jetzt ist die schwanger. Ja. Und die Affäre will das Kind haben. Genau. Ja, leider. So, jetzt stehst du da. Ich bereue das auch ziemlich. Ja. Ich finde, dass es da überhaupt gar keinen anderen Weg gibt, als zumindest zuerst mal deine Freundin einzuweihen. Ja, ich habe ja halt die Angst, dass ich sie dadurch verliere. Tja, Manuel. Verlieren werde ich so wahrscheinlich sowieso. Du hast ja auch richtig Bockmist gebaut, ne? Ja, wenn ich könnte, dann würde ich das auch auf jeden Fall. Du hast richtig Bockmist gebaut. Ich meine, wenn das vielleicht das einmal passiert wäre, da in der Disco. Ja. Aber es hat sich dann ja wiederholt und du bist auch noch unbesonnen mit dieser Affäre umgegangen. Das heißt, du hast nicht nur Gummis benutzt. Ja. Also Fehler über Fehler. Ja, das weiß ich auch selber. Wie alt ist deine Freundin? Sie ist 18. 18, ja. Ist das eigentlich eine gute Beziehung? Würdest du sagen, dass ihr euch eigentlich sehr, sehr gerne habt? Ja, wir sind ja schon anderthalb Jahre zusammen. Es kam eigentlich nur, wenn es hochkommt, vielleicht zwei große Streit. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du ihr fremdgegangen bist? Hattest du mal Bock auf was anderes oder wie? Ich weiß auch nicht. Also, dieser Situation habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. Also ich habe gar nicht so dran, an meine Freundin gar nicht gedacht. Ich war mit meinem besten Freund war ich in Disco, wollten halt ein bisschen feiern, gute Laune und so. Und also ich finde, du hast Mist gebaut, weißt du selbst auch, muss ich nicht sagen. Die nächste Sache ist einfach, dass du zu dem auch stehen musst, was geschehen ist. Ja, das bedeutet, dass du deiner Freundin das sagen solltest. Das bedeutet, dass du auch keinen Druck ausüben solltest auf das Mädel, dass die abtreiben soll. Wenn sie das nicht möchte, dann soll das Kind auch zur Welt kommen. Und du solltest dich, auch wenn ihr nicht zusammen seid, aber zumindest ordentlich um das Kind kümmern. So ist es jetzt. Es ist eine Hammer-Situation für dich. Du bist noch sehr jung, 19 Jahre. Mhm. Aber jetzt ist es nun mal so. Es haben andere durchgestanden, wirst du es auch durchstehen. Ja, das Problem ist, erst hat zu mir gesagt, dass sie auf jeden Fall das Kind auf keinen Fall haben möchte. Mhm. Und komischerweise nach zwei Tagen später, wo ich angerufen habe, hat sie gesagt, dass sie das Kind auf jeden Fall behalten möchte. Ich verstehe nicht, wie man irgendwie seine Meinung dann so ändern kann. Ja, Manuel, es ist ja auch nicht, es ist ja kein Blinddarm, der mir da mal rausnimmt. Es geht ja schon um ein lebendes Wesen. Und dass man da vielleicht im ersten Moment so sagt, nee, ich will's nicht und dann doch ganz andere Meinung, auf eine andere Meinung kommt, ist doch auch verständlich. Das ist ja nicht mal einfach so schnell getan, mal eben so wie Mandeln rausnehmen oder so. Ja, das ist ein Leben, da entsteht ein Leben, Mann. Ich weiß aber auch nicht, wie ich mit der Situation umgehen kann, wenn das Kind da ist, weil ich fühle mich selber noch nicht reif genug, um ein Kind, also ich... Ja, darüber müssen wir jetzt auch noch nicht im Detail reden, wie du dich dann verhalten sollst. Es geht ja erstmal darum, wie du dich jetzt ordentlich verhalten sollst. Ja. Ne, das ist die Frage. Und das andere wird sich schon irgendwie ergeben. Und dass du dich auch fair dem Mädchen gegenüber verhältst. Das ist schon klar, aber mir liegt halt sehr viel an meiner jetzt, also an meiner
Ja. Und ja, wenn dir so viel dran liegt, dann hättest du auch nicht fremdgehen sollen. Ja, das habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber vielleicht, es kann ja sein, wenn sie dich sehr lieb hat und du ihr das auch so erklärst und vielleicht klappt es ja doch weiter. Aber du musst es sagen, sonst verstrickst du dich immer mehr in Lügen und es wird immer komplizierter und dann kommt das eine auf das andere und du musst es jetzt sagen, das geht gar nicht anders. Hm. Manuel, mehr kann ich dir wiederum nicht sagen. Ja, vielleicht kann ich das ja auch so drehen, dass ich ihr sage, dass es einmalig war. Kann ja vielleicht. Ja, aber du musst dazu stehen. Vielleicht ist das nicht so hart, als wenn ich ihr, sage, so, dass es zweimalig war, vielleicht. Ja, aber ich glaube, das Härteste für deine Freundin ist, dass das andere Mädel schwanger ist. Ja. Ne? Das ist das, was wahrscheinlich am meisten wehtut. Hm. Du musst es tun. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mann, Mann, Mann. Dennis, 28. Halt, hier ist er. Ja, hallo Domian. Grüße dich. Um was geht's? Ja, es geht um das Thema der ersten Anruferin, um Exhibitionismus im weitesten Sinne. Und ich bin auch betroffen, allerdings von der anderen Seite. Ich bin selbst Exhibitionist und habe auch schon Erfahrungen mit der Polizei dahingehend gemacht. Ja. Was bedeutet das? Du bist Exhibitionist. Was genau machst du oder hast du gemacht? Also ich laufe nackt rum. Mhm. Oder wo laufst du nackt rum? Ja, zum Beispiel im Wald oder so. Mhm. Und aber im Wald sind ja in der Regel nicht so viele Menschen, wo man sich so zeigen kann. Ja, das ist das finde ich auch ganz gut. Ach so, dir liegt es gar nicht so sehr daran, dass du dich vor anderen entblößt, sondern du hast mehr Spaß in der Nacktheit, oder wie? Ja, es ist eigentlich so. Aber ich gehe auch irgendwo hin, wo mich andere Leute sehen. Also ich fahre auch nackt mit dem Auto durch die Gegend. Ja. Oder war auch mal schon ein paar Mal nackt einkaufen. So. Entschuldigung, das klingt ja ein bisschen witzig. Gehst dann zu Aldi völlig nackt? Nein, nicht zu Aldi. Naja, egal. Ja, ist ja egal, wohin. Ja. Es ist eigentlich auch interessanterweise waren meine Erfahrungen eigentlich auch nie sehr negativ, bis auf ein einziges Mal. Also ich bin auch schon mehrfach von der Polizei angehalten worden, musste dann pusten, nackt. Die Beamten haben mich dann aufgeschimpft, ich sollte mir gefälligst was anziehen. Die anderen haben nur gesagt, ich sollte mich nicht erkälten. So. Und aber einmal war es dann nicht so glimpflich, da war ich hatte getankt und die Verkäuferin dort an der Tankstelle hatte dann die Polizei informiert, hatte sich das Kennzeichen gemerkt und es kam zu einer Großfahndung, also die ganze Stadt war voller Polizei und das war schon sehr unangenehm. Und die haben dich erwischt dann? Ja, die haben mich natürlich erwischt. Was kam dabei raus? Ich musste dann halt eine Aussage machen erstmal. Die haben mich dann halt auch wieder nach Hause fahren lassen. Ich musste dann eine Aussage machen, bekam dann eine Vorladung. Und dann wurde ich auch erkennungsdienstlich festgehalten, also ein Foto von vorn und von der Seite, Fingerabdrücke und Vermessung und Merkmale und sowas. Gab es eine Gerichtsverhandlung? Nein, das Verfahren wurde dann eingestellt. Und zwar lag das wohl daran, lag es daran, dass ich erst nicht aufgefallen bin vorher. Mhm. Zum Zweiten hatte die Frau auch keine Anzeige erstattet. Es hat dann von einer Anzeige abgesehen. Und das Dritte ist, dass es auch einen rechtlichen Unterschied gibt, also zwischen Exhibitionismus, der Straftat und einfach nur nackt durch die Gegend laufen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Genau, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Du läufst, ich sag mal, nur nackt durch die Gegend. Du onanierst nicht in der Gegend nackt. Genau, ja. Also das ist nie eine sexuelle Aktion dabei. Sondern du gehst so, wie wir auf die Welt gekommen sind, quasi gehst du durch die Welt. Ja, genau. Mhm. Ja, aber das ist natürlich trotzdem eine Ordnungswidrigkeit. Ja, ist klar. Man darf in unserer Gesellschaft nicht nackt durch die Straßen gehen. Was ja eigentlich ein bisschen seltsam ist, wenn man so drüber nachdenkt. Warum eigentlich nicht? Ja, das stimmt. Ne? Warum eigentlich nicht? Ja. Ich habe auch bis auf dieses eine Mal und einmal halt, als mich die Polizei angehalten hat, habe ich auch die meisten Leute, die das gesehen haben, waren durchaus amüsiert und oder sagten, ja, jeder nach seiner Fasson oder ja, so. Ja. Aber, ja, man denkt ja vielleicht, das ist ein harmloser Spinner. Wenn du aber da im Bus sitzen würdest, nackt und onanierst, dann hört der Spaß auf, ne? Ja, ich denke auch, das ist was ich selber auch irgendwie nicht in Ordnung finde. Ich war auch bei einer Selbsthilfegruppe mehrere Male
und habe mich dann auch von dieser Selbsthilfegruppe wieder distanziert, weil weil es ging eigentlich nur, hatte ich den Eindruck oft darum, wie kann ich das anstellen, so dass ich das zwar machen kann und die Leute im Grunde auch belästige, also durch Onanieren oder Masturbieren und durch Aufspringen plötzlich von der Parkbank, aber ohne dass die mich so erkennen, dass sie die Polizei irgendwie hinterher dann ist ja eine tolle Selbsthilfegruppe. Ja, das fand ich irgendwie auch nicht toll. Ich möchte über dich weitersprechen. Ja. Dieses ist für dich völlig und das ist nicht in dein Anliegen, dass irgendwie, ich frage das jetzt nochmal, um es ganz klarzustellen, das Ganze zu sexualisieren. Darum geht es dir überhaupt nicht. Also es hat auch eine sexuelle Komponente. Aber du hast nie einen irrigierten Penis dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mal ein paar Mal versucht, aber das klappt dann in dem Moment auch überhaupt nicht. Das klappt also dann nicht. Vorher und also da kriege ich gar keinen hoch. So, jetzt versuche mir und uns allen, die wir zuhören, zu erklären, was da toll dran ist, nackt mit dem Auto durch die Welt zu fahren oder nackt einkaufen zu gehen. Warum? Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist eine gute, sehr gute Frage. Ich bin auch zu Hause eigentlich ständig nackt. Ich liebe auch das Gefühl einfach, aber das ist es, denke ich, nicht. Ich glaube, das steckt auch irgendwo, da steckt irgendwas Therapiebedürftiges wahrscheinlich drin. Wie lange machst du, hast du das denn schon oder machst du das schon? Schon recht lange, 5-6 Jahre ungefähr. Ist aber noch nicht so lang, du bist 28. Ich dachte, ja, das gut. Ja. Du, also, hast ich bin da eigentlich drauf gekommen, dass das, dass man auch zum Beispiel zu McDrive fahren kann oder so. Darauf bin ich gekommen durch eine Ex-Freundin von mir. Wir haben öfters uns auf Parkplätzen vergnügt und haben dann auch solche Sachen halt eingebaut, wie beispielsweise, dass wir vorher dann tanken gefahren sind. Das war so ein erotischer Kick. Ich hätte mir das vorher nie getraut. Ja. Und und als dann irgendwann Schluss war, fand ich das immer noch recht erotisch an sich, das zu tun, habe es dann halt alleine weitergemacht. Also es ist einmal so grundsätzlich ein Reiz an der Nacktheit, auch wenn du allein in deinen vier Wänden bist. Ist das so eine autoerotische Geschichte auch? Ich denke, das ist im Wesentlichen autoerotisch. Ja. Das heißt, du findest es auch schön, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, im Wald nackt rumzulaufen. Kann ja vielleicht auch nett sein an schönen warmen Sommertagen. Aber es hat auch schon eine Wichtigkeit, dass dich Menschen angucken. Ja, ne? Das verursacht eine gewisse Spannung, einen Thrill. Ja. Dass die Leute auch dein Geschlechtsteil und deinen Po sehen können. Ja, genau. Ja. Ist das egal, ob das Männer oder Frauen angucken oder macht es dich? Nee, das ist überhaupt nicht egal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte schon sehr darauf, dass es keine Männer sind. Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch einfach schlicht Angst dann. Ja. Wenn latent erotisch sexueller Reiz geht davon aus, dass dich eine Frau anguckt, während du nackt durch die Welt wanderst. Ja, genau. Hast du eigentlich eine Frau und eine Freundin? Ja, eine Freundin und die ist auch überhaupt nicht begeistert davon. Also ich habe sie noch nicht so lange, wie ich das praktiziere. Ja. Aber sie wusste davon nichts und weiß eigentlich auch erst, seitdem ich halt mit der Polizei in Kontakt gekommen bin, wusste sie davon. Und es war für sie eigentlich ein ganz unglaublicher Schock. Glaube ich. Ist auch verständlich. Ja. Finde ich auch sehr verständlich. Ja. Und aber du kannst es ihr wahrscheinlich auch nicht richtig erklären, warum das so ist. Nein, es ist auch wirklich, ich glaube, es ist auch nicht so einfach zu erklären. Warst du oder gehst du im Sommer auch an FKK-Strände? Das hat für dich dann auch einen Reiz. Ja, sicher. Oder ich gehe sehr gerne nackt baden oder in die Sauna. Ja. Gibt es vielleicht noch eine ganz andere Komponente? Die Idee kommt mir gerade, dass du ganz einfach auch auffallen möchtest. Du stehst dann ja sehr im Mittelpunkt. Alle Leute gucken dich an. In der Sauna nicht, aber wenn du auf der Straße. Nee, in der Sauna eben nicht und am FKK-Strand auch nicht. Aber so, wenn du es in der normalen Umgebung machst. Ja, ich bin eigentlich eher ein unauffälliger Mensch, glaube ich. Ach so, also das ist weniger jetzt eine Motivation, irgendwie der Star zu sein für ein paar Minuten. Darum geht's nicht. Nee, eigentlich glaube ich nicht. Wenn du das gemacht hast, bist du dann so grunderotisiert, dass du dann nach Hause gehst und dann onanierst? Unterschiedlich. Also manchmal ja, manchmal finde ich es auch total bescheuert. Hinterher. Und also mittlerweile mache ich es also sehr selten nur noch.
auch so überhaupt nur durch die Gegend laufen. Aus dem Grund, also erstmal hat mich diese Behandlung durch die Polizei unglaublich geschockt. Und ich weiß auch, dass meine Frau, also die würde das nicht ertragen, wenn ich das, oder meine Freundin vielmehr, die würde das nicht ertragen, wenn ich das nochmal machen würde. Ja. Wenn ich nochmal Ärger deswegen hätte. Ja. Und das Dritte ist, ich habe einfach auch unglaubliche Angst, dass irgendwie noch mehr dann irgendwann passiert. Also in der Selbsthilfegruppe waren außer mir wirklich nur Leute, die auch wirklich schon dafür im Knast gesessen haben. Also immerhin warst du schon Eigeninitiativ in einer Selbsthilfegruppe. Das sagt mir viel aus. Das sagt mir, dass du das auch als Bedrohung empfindest und als, zumindest als Problem empfindest. Das ist eine Belastung. Ja. Und du hast gerade einen Satz gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht ist es irgendwas, was zu therapieren nötig wäre. Ja, ich habe es auch schon versucht. Ja, ohne Erfolg. Ja, ich kam mir ziemlich doof dabei vor. Ich wusste nicht, was ich da sollte. Also ich hatte mehrere Therapeuten ausprobiert. Und es lief eigentlich immer nur darauf hinaus, so erzähl mal aus deiner Kindheit und erzähl nochmal und erzähl nochmal an ihr die Kleinigkeit. Und ich habe ich erzählt und ich kam nicht vorwärts und ich habe gesagt, das ist nicht mein Ding. Also das ist jetzt das Problem, dass du musst die Therapieschule und den Therapeuten finden, der dir gemäß ist. Das denke ich auch. Und ich glaube wirklich, so wie du es jetzt geschildert hast, dass das nötig ist, das zu machen und dass es für dich auch das Beste ist, diese Suche fortzusetzen, etwas für dich Adäquates zu finden. Ich würde dir gerne anbieten, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Vielleicht kann der dir noch ein paar Tipps geben, welche Therapieform interessant wäre für dich oder dass ihr einfach dann noch inhaltlich ein bisschen detaillierter redet. Ich würde es auf jeden Fall machen an deiner Stelle. Ja. Was machst du so eigentlich im Leben, vom Beruf? Ich studiere noch. Du studierst noch und was? Ja, Informatik. Informatik. Ich dachte jetzt gerade Psychologie. Nee. Nein, das nicht. Informatik, ja. Gut, Dennis, wir machen das so. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich. Peter ist mein Psychologe, der ruft dich gleich an. Ja, gut. Alles Gute. Okay, danke. Wiederhören. Unser Thema morgen heißt, er hätte ja fast auch morgen anrufen können. Fast. Nicht so ganz richtig. Das Thema morgen heißt, meine Neigung macht mich einsam. So ganz einsam war er noch nicht, aber es kann ja Dinge geben, Eigenschaften, Marotten, Angewohnheiten oder eben wirklich auch tiefgreifende Neigungen, die einen so in die Einsamkeit manövrieren oder aber quasi einen zu einem Doppelleben zwingen. Das ist das Thema morgen. Meine Neigung macht mich einsam. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir dann mit der Sendung wieder da. Jetzt geht's weiter mit Christoph. Christoph ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Christoph. Hallo Jürgen. Dein Thema. Ich habe so ein kleineres Problem, aber das heißt ein kleineres, eigentlich ein größeres, dass ich mich seit dem Tod meiner Frau vor 3 Jahren jetzt nicht mehr verlieben kann. Wie alt ist deine Frau geworden? Wäre eigentlich einen Monat später 29 geworden. Was ist passiert? Sie hat einen Tumor gehabt. Das wäre ja nun eine sehr schlimme Sache, in den jungen Jahren, dass eine Frau stirbt. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Zusammen waren wir über knapp 11,5 Jahre. Ja. Habt ihr auch Kinder? Ja, ich habe einen Sohn noch, ja. Wie alt ist der? 6. 6. Oder wird jetzt 6, ja. Wie lange hat sie sich damals mit der Krankheit rumgeschlagen? Also angefangen hat es eigentlich damals in der Schule. Da war sie 15, wir waren zusammen in einer Klasse. Und ist es damals halt festgestellt worden, dass sie den in der Lunge hatte damals. Ach, so früh schon? Ja, und wir wussten das damals nicht, also von der Klasse her. Jetzt. Ich habe das erst erfahren, als wir dann halt später mal zusammen waren. Aber dann auch erst eine ganze Zeit später. Ja. Und dann ist es halt eigentlich gar nicht mehr aufgetreten, eigentlich mehr weggegangen. Es waren sehr seltener. Und dann gibt es also so laut dem Arzt, der das halt diagnostiziert hat, 20 Fälle weltweit. Und dann ist das, haben wir eigentlich so, als wir halt meinen Sohn oder unseren Sohn geplant haben, dass es nochmal kontrolliert worden ist in der Lunge und halt nichts mehr zu sehen war. Und weil wir auch natürlich die Bedenken hatten, weil es damals halt als Knoten definiert worden sind, wegen Vererbbarkeit und all sowas. Und dann haben wir halt das kontrollieren lassen und dann auch mit dem Arzt gesprochen, der es damals auch nachgeschaut hat und der war total verblüfft, weil es eigentlich so gar nicht bekannt war, weil es halt dann auch nur so wenige Fälle gab.
Und und dann... Warum war der verblüfft? Dass es so gut zurückgegangen ist, oder? Ja, das halt gar nicht... Er hat mir damals also diese Bilder gezeigt. Ja. Und da konnte man genau sehen, wo das war und jetzt halt, dass es weg war. Ja. Und er hatte keine Erklärung dafür, warum es jetzt nicht mehr da war. Wie viele Jahre war es denn dann wieder akut? Oder wie lange war es wirklich dann wieder akut ausgebrochen bis zu ihrem Tod? Eigentlich, nachdem unser Sohn geboren worden ist. Also ein gutes halbes Jahr später fing das an. Ja. Also ohne, dass wir es jetzt erst gewusst haben. Wir haben, das ist erst gar nicht wieder entdeckt worden, was es war. Wie lange dauerte das dann? Wie lange dauerte das dann von der Geburt bis zu ihrem Tod? Unser Sohn, der ist im Mai 97 geboren. Und dann im April 2000 ist er gestorben. Mhm. Aber eigentlich bedeutet das ja, dass eure gesamte Zeit, in der ihr zusammen wart, irgendwie... es hatte alles irgendwie ein bisschen zu tun mit der Krankheit. Die Krankheit war präsent, mal weniger, mal stark. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich erst in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja, aber vorher wusste man ja vorher, dass da mal was Schlimmes war und man hatte Angst, dass es vielleicht wieder ausbrechen könnte oder so. Ja, das wussten wir nicht. Das war es ja, weil meine Schwiegereltern haben es halt nicht gesagt. Weil das haben wir auch, habe ich es anschließend erst rausbekommen. Ach, sie wusste das selbst auch gar nicht, dass sie als 15-Jährige das schon hatte. Nein, ja doch, sie wusste schon, sie wusste aber nur von Knoten, aber sie wusste nicht, dass es lebensbedrohlich ist. Ich verstehe. Ah, ja. Also der Arzt hat damals meinen Schwiegereltern gesagt, sie hat eine Lebenserwartung von 10 bis 15 Jahren voraussichtlich. Man weiß es nicht. Aber soll man nie heiraten, nie Kinder kriegen, weil man nicht weiß, wie alt sie wird halt. Ja. Aber ich meine, das macht ja kein Elternteil, geht hin und sagt, nee, hör mal, du kannst jetzt nicht heiraten. Ja, und, ja. Als die Krankheit dann wieder ausgebrochen war und ihr bemerkt habt, dass es wirklich sehr schlimm wird und irgendwann auch bemerkt habt, dass man therapeutisch nichts mehr machen kann, wie hat sie sich da gefühlt? Wie ist sie mit der Diagnose umgegangen? Wir haben ja immer, klar, wir haben verschiedene Therapien zu bekommen, waren in verschiedenen Kliniken, aber hat ja nichts angeschlagen, aber man hat ja immer die Hoffnung, dass irgendwas kommt. Hatte sie bis zum Schluss noch die Hoffnung? Ja. Bis, ich sag mal so, einen guten Monat vorher ungefähr. Wie ist sie dann in dem letzten Monat damit umgegangen, mit dem Bewusstsein, dass sie wahrscheinlich sterben wird? Ehrlich gesagt, ich habe nie mit ihr darüber gesprochen. Wahrscheinlich, weil wir auch beide irgendwie Angst hatten, das Thema irgendwie zu besprechen oder so. Warst du dann bei ihr, als sie gestorben ist? Nein, leider nicht. Oder was heißt leider nicht? Es ist auch so eine Sache gewesen, dass die Freitags, sie ist bei ihrer Schwester gewesen, in Pflege, weil sie halt durch diese ganzen Metastasenbildungen, die sie an der Wirbelsäule hatte, halt sich kaum noch mehr helfen konnte. Sie freitags halt, und sie hat Morphium in hohen Dosen bekommen und zusätzlich noch ein anderes Medikament, Contagan kennst du wahrscheinlich. Das wird in der Essen in der Klinik, in der Krebstherapie ausprobiert. Ah ja. Und das ist halt ein Schlafmittel damals gewesen. Und dadurch war sie natürlich auch sehr schläfrig und das ist dann aber wieder abgesetzt worden, weil halt keine Hoffnung mehr bestand. Ja. Und und dann hat sie halt durch diese Morphium hat sie dann auch Wahnvorstellungen bekommen und all sowas und ist dann Sie ist dann bei der Schwester verstorben und du warst nicht dabei? Nein, sie ist freitags ins Krankenhaus gekommen, weil sie hat die Wahnvorstellungen gehabt und meine Schwägerin und ich haben also im Prinzip einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil sie hat uns da Sachen an den Kopf geschmissen, die einfach nicht stimmten. Sie hat ein Verhältnis angedichtet und all sowas. Ja. Und dann ging das einfach nicht mehr. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen. Da hat sie dann so starke Beruhigungsmedikamente bekommen, dass sie halt in künstliches Koma gefallen ist und dann sonntags nachts gestorben ist. Und ich war aber nicht dabei. Meine Schwägerin, ihre andere Schwester, mein Vater und ihr Vater waren wohl dabei. Das Ganze ist 3 Jahre jetzt her. Das ist jetzt, ja, gut 3 Jahre her, ja. Und du sagst, dass du seit dieser Zeit dich nicht neu verlieben kannst in eine andere Frau. Ja, irgendwie habe ich da, also ich habe jetzt seitdem natürlich irgendwie mal versucht, eine Beziehung aufzubauen mit jemand anderem. Habe mich auch eigentlich relativ kurz nach dem Tod von ihr mehr oder weniger in das eingestürzt, wahrscheinlich wegen Ablenkung oder sowas, was dann aber auch kaputt gegangen ist. Dann war eine ganze Zeit über ein Jahr nicht. Ja. Und dann jetzt vor einem halben Jahr circa war halt, dass ich wieder mit jemandem was angefangen habe, was aber nicht so beziehungstechnisch war. Aber irgendwie, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwie kriege ich da irgendwie nicht die Kurve. Ja, Moment, aber so viel und so viele Versuche gab es ja auch noch nicht. Es gab einmal damals direkt danach und jetzt diesen Versuch, der ja auch gar nicht als Beziehung angedacht war, sondern wie du gerade selbst gesagt hast. Ne? So habe ich es verstanden.
Ja, das sind immer so zwei, drei Stück halt. Ja. Mhm. Also wenn es jetzt nicht so klappt, ich meine, es waren ja auch noch nicht viele, sage ich nochmal. Mhm. Was glaubst du denn, warum du da eher vielleicht ein bisschen gebremst noch bist? Hast du ein schlechtes Gewissen? Na ja, ein schlechtes Gewissen eigentlich nicht. Sondern? Ja, ich meine, ich habe da eigentlich so nicht das Problem mit, dass ich jetzt denke, jetzt gehe ich ihr fremd, habe ich anfangs gehabt. Mhm. Nachdem sie halt gestorben war. Ist auch klar, wenn das noch so frisch alles ist. Ja, und, ja. Mhm. Aber das hab ich eigentlich nicht mehr. Aber ja, warum? Ich weiß es eigentlich nicht. Oder liegt es ganz einfach daran, dass sich die Richtige noch nicht gefunden hat, bei der es funkt? Das kann ich dir nicht sagen. Das könnte ja auch sein. Das ist natürlich gut möglich, ja, ja, natürlich. Aber, das sind 3 Jahre her und du sagst, du hast zwei Versuche gemacht. Beim ersten Versuch ist es erklärlich. Der zweite Versuch war gar nicht angelegt auf eine Beziehung. Dann kann es ja auch sein, wenn du sagst, ich habe kein schlechtes Gewissen, dass du ganz einfach weiter suchen musst. Und ich finde es auch okay, dass du nach 3 Jahren das machst. Das wäre sicher auch im Sinne deiner verstorbenen Frau, dass du auch ein glückliches Leben führst und ein für dich schönes Leben. Wo ist eigentlich der Junge, das Kind? Der lebt bei meiner Schwägerin, bei der anderen Schwester von meiner Frau. Mhm. Das ist aber hier, ich sag mal, hier direkt in die Ecke. Ja. Und wir haben damals, als ich mit meiner Frau halt im Krankenhaus gewesen bin, oder mit ihr von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren bin, haben wir ihn da hingebracht. Mhm. Und er hatte sich da eingelebt. Und ja. Weil ich halt auch anschließend beruflich wieder viel unterwegs war, haben wir ihn halt da gelassen. Ja. Also Christoph, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass wirklich kein schlechtes Gewissen da ist, was du auch nicht haben brauchst, finde ich, versuche einfach, geh einfach neu raus und setze dich der Situation aus, Frauen kennenzulernen. Versuche es einfach und es wird schon funktionieren. Und wenn es nicht beim nächsten Mal funktioniert, vielleicht beim übernächsten Mal oder dann. Ich würde sagen, machen, versuchen, testen, ausprobieren. Ja, ja? Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Und Hermann, 63 Jahre alt, guten Morgen. Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Ich habe mal ein Thema zum Irak. Ja. Zu dem unmenschlichen und völkerrechtswidrigen Krieg. Ja. Deine Meinung ist ja bekannt. Ja. Ich teile zwar nicht die Meinung, dass du der Meinung bist, dass Saddam Hussein keine Massenvernichtungswaffen hat. Ich meine, er hätte welche. Mhm. Und ich sag mal, ich weiß es nicht. Ne? Ist das nicht bewiesen, dass es richtig ist? Genau, ja. Mhm. Aber ich traue diesem Verbrecher aus diesem System. Ja, ja. Wir wollen den nicht schönreden, ne? Nein, ihm schon zu. Auf keinen Fall, ja. Mhm. Ich habe also Folgendes gemacht. Ich habe im Weißen Haus angerufen. Ach. Und ich bin der Meinung, das sollten mal mehr Deutsche machen. Mhm. Und das ist ganz einfach. Ich kann auch mal die Nummer durchsagen. Ja, die ist ja öffentlich bekannt, also kann man sie auch hier... Oh ja, das ist eine ganz... Und ich habe dort und man wird auch schnell verbunden. Man sagt, man... Aber man wird nicht mit Herrn Bush verbunden. Ja, ja, ich möchte mit Herrn Präsident Bush sprechen. Und dann sagen die, just one moment. Und dann läuft dort ein Band. Ja. Das dauert dann ein paar Minuten und dann meldet sich auch jemand und der hört sich das an, was man zu sagen hat hier. Und ich würde sagen... Das ist ein realer Mensch, also keine Tonbandaufnahme, die man da... Also kein Anruf. Nee, das ist... Ah, ja. Das war eine Dame, die war auch sehr nett. Sprichst du da so fließend Englisch? Oder? Ja, ich bin ja ein alter Mann ja, und habe mir das mal als Autodidakt angeeignet. Ja, und das heißt, dann hast du deine Kritik geäußert an dem Krieg und die hat das alles zur Kenntnis genommen? Na ja, und die hat dann nachher zum Schluss gesagt, schönen Dank und sie gibt es an den Präsident weiter. Ja, nun, das ist natürlich was anderes zu tun, als sich jetzt hier eine Meinung von einem Deutschen anzuhören, ja. Wo die sowieso im Moment etwas schwer zu sprechen sind. Hier. Aber immerhin, dass man das kann, ist ja schon mal nicht schlecht. Und vor allen Dingen, dass du es gemacht hast, finde ich schon mal sehr toll. Ich meine, es sollten mehrere Leute machen, ja. Ja. Nämlich, wenn man diese Vorwahl 01081 vorwählt, dann kostet dieses Gespräch pro Minute noch weniger, als wenn ich jetzt in München anrufe. Dann sag uns doch mal die Nummer vom Weißen Haus. Ja, das ist also 001 ja. 202 ja. 456 und dann 1414. Ist auch eine einfache Nummer. Ja, ja. Was ist, wir sind gleich am Ende der Sendung, aber ich bitte dich trotzdem, das noch kurz zu beantworten. Was, ja. Was ist dein Hauptargument gegen diesen Krieg? Ja, dass das erstens einmal ohne UNO-Mandat geschieht. Ja. Ja, ich meine, gut, die Leute, die jetzt dort sterben, denen kann es wohl mehr oder weniger, sind ja auch nicht mitgeholfen, ja. Ja. Ob die jetzt mit oder ohne, ja. Die werden sowieso mehr oder weniger abgeschlachtet, ja. Ja. Und es ist sowieso traurig,
dass gerade auch eine Angela Merkel, die immer praktisch da, wenn ich die schon da gesehen habe, bei der Sicherheitsberaterin Reiß, Händchen halten, ja. Hermann, in einer christlichen Partei. Ja. Ich will dich wirklich nicht abwürgen, das weißt du, aber die Sendung ist jetzt vorbei. Ich muss durchzukommen. Danke für den Anruf, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Für dich, Jürgen. Ja, in der Technik, Jens Diegel. Morgen heißt unser Thema, meine Neigung macht mich einsam. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.